Hallo Leute und willkommen zurück zu Darksiders 1. Ja, wir sind ja immer noch auf dem Weg zu der Quälerin. No. Jo. Und schlagen uns mit unserer neuen Waffe diesen Handschuh durch. Na. Ja. Ach ja. Ja. Ja, wir sehen zwar hier Flammen und so eine rote Wand. Das heißt, irgendwo müsste eine Bombe sein, aber irgendwie sehen wir nicht so wirklich was, ne? Aber hier hinten ist auch noch so ein kleines Geheimnis. No. Noch eine Lebenssplitter-Truhe. Jo. Ja, das heißt, wir müssen erstmal gucken, wo wir so eine Bombe herkriegen, ne? Da geht's nicht weiter. Da hinten sehen wir schon was im Schatten. Ach ja. Was willst du denn, Vieh? Sollen sie sich aufzumucken? Ach ja. Und da sehen wir was anderes. Eine Tür, die mit einem Augenschlüssel versehen ist. Das heißt, wir kommen hier auch nie weiter. Aber wir haben wenigstens so eine Bombe. So eine inaktive. Nicht. Und können somit hier weiter. Uah. Weiter konnte man, glaube ich, nichts mit dem Feuer machen. Ne? Judy, ja, dann geht's mal weiter, ne? Oben auf den Waggons war, glaube ich, nichts. Ja, und immer mehr. Uns wird immer mehr der Weg versperrt. Wir müssen immer andere Wege suchen. Nee. Nee, ja. Hier wieder mal so eine Lebenstruhe. Jetzt brauchen wir aber wirklich mal ein bisschen Energie. Na gut, dass diese kleinen Viecher hier sind. Jo. Ah, und hier unten ist auch halt noch so ein kleines Geheimnis. Ne? Wo war denn das jetzt? Ach, da oben. Ja. Gut, muss man erst das Wasser reinlassen. So, hier war nichts mehr, ne? Ne. Okay. Nee, ich dachte, man kommt da jetzt schon dran. Oh. Ohne dass man halt das Wasser reinlassen muss. Naja. Ja, da denkt man sich auch zuerst, ja? Wie lässt man jetzt hier das Wasser. Wie lässt man jetzt hier das Wasser rein? Aber. Das sehen wir halt gleich. Oder halt etwas später. Hier können wir es nämlich schon so ein bisschen tropfen sehen. Ne? Ach, ja. Das heißt, über uns muss wohl irgendwie ziemlich viel Wasser sein. Nee.
Oh. So, Mounty. Ja. Ihn lasse ich halt nochmal da. Ja, und halt an diese Truhe kommen wir halt so auch noch nicht. Überschweben bringt auch nichts. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal wieder einen anderen Weg suchen. Jetzt will ich bloß nochmal kurz hier gucken, aber hier ist nichts weiter. Yuchi. Ist auch nichts. Joa. Ich halt bloß noch mal kurz ein bisschen umgucken. Ja, sieht aber nicht danach aus, als wäre hier was. Na komm, hoch da. Nee, da ist nichts weiter. Juti. Ja, man wird hier zwar gleich auf einen Schalter gestoßen, aber wenn man versucht, den zu bedienen... Ja, nee, ist nicht. Ach ja, komm nur mal her hier. Schöne kostenlose Lebensenergie, ohne dass man halt Truhen verschwenden muss. So, nochmal schon mal das erste Rad befreit. Na komm. Ja, du auch noch. Und du auch noch. Wo kommt der hier? Ach ja. Ah, die kann man zwar auch kaputt machen. Aber ich glaube, so wirklich bringen tut das außer Seelen, glaube ich, nichts. Damit. So. Na ja, gut, da kann man natürlich, legt man natürlich das frei. Bloß mal überlegen, wie das war. Na, jetzt muss man sozusagen eine Zündschnur legen. Weil man da ja auf dem normalen Wege ja nicht rankommt. Reicht das schon? So, sieht nicht danach aus. Aber kann jetzt auch sein, weil ich den... Ja, könnte reichen. Ja. Ja, und somit hat man dann das halt freigelegt da. Und dann kann man halt das letzte blaue Teil da wegnehmen, was halt den Mechanismus noch stört, um zu funktionieren.
Naja. Na komm. Weiß ich bloß nicht. Ja, man kann das hier zwar aufmachen. Ja gut, doch, geht schon auf. So. Ja, das Wasser, was man jetzt halt da oben drin gehabt hat, geht halt nach unten. Ja, aber was ich halt gerade sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob ich halt hier auch nochmal so ein Geheimnis mit den Flammen war. Ne, sieht nicht danach aus. Okay. Ja, aber mehr so Flammenzeug sehe ich nicht. Okay. Nee. Also wie gesagt, mehr so Flammenzeug sehe ich gerade nicht. Naja. So. Dann mal ab nach unten. Diese Truhe holen, wo natürlich der Augenschlüssel drin ist. No. Und die Tür dafür haben wir ja auch schon gesehen. Wow. Ich meine, jetzt ist sogar hier... Ja, dadurch ist dann jetzt hier auch der Wasserspiegel erhöht worden. Und wir können endlich dieses eine Teil holen, was man denn ziemlich schnell vergisst, ne? Dann denkt man nachher nicht mehr dran, was hier denn auch noch was ist. Ne? Das ist nämlich ein Artefaktmeister. Dieser Talisman repräsentiert die Eliteklasse Artefakt der Legion. Nur 6 dieser Symbole wurden dem Fürsten der Höllenlegion gewährt, ne? Also die sind schon auch schon ziemlich wertvoll, diese Dinger. Ja. Ja, hier auf der anderen Seite ist natürlich... Hier ist nichts. Was heißt, wollte gerade sagen, natürlich, aber so natürlich ist das nicht. So. Ja. Können wir weiter, ne? Wie gesagt, die... Tür dafür haben wir ja auch schon gesehen. Ne? Ach ja. Aber natürlich werden sie uns nicht so einfach gehen lassen. Ja, komm, ja, ich brauche noch mal ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja. Ja, die wollen uns natürlich aufhalten, dass wir zur Quälerin kommen, ne? Ja, und weiter geht's. Was aber so ziemlich überhaupt nicht schaffen. Ja. Das ist nämlich auch so ein kleines Geheimnis, ne? Hier würde man mehr oder weniger auf normalen Wege würde man halt von diesen Fangarmen halt, von diesen Fangarmen halt gefangen genommen. Ja. Das kann man halt so ein bisschen damit verhindern. Nicht.
Ja, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir erst im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.